Gott. Mach mal Kiste hin. Hallo, Kiste? Ach, da. So, das muss dahin. Das muss dahin. Und wo ist deine Waffe? Da. Immerhin kommt der Server wieder zu sich. Oh, warte mal, drei Delays. Oh, das ist so schlimm, das Warten auf den Server. Mann, Mann, Mann. Zwei. Ein Delay. Komm schon, der Timer tickt. Haben doch keine Zeit. So, hier sind noch eine Waffe. Einmal hier und dann. Nein. So, sonst noch was hier? Dankeschön, Fireball für 16 Monate mit Prime. Danke, danke, danke. Da ist noch eine Waffe. Können wir hier hinstellen. Eine Kiste. Ah. Nach. Da ist die Kiste. Immer sehr fummelig. Also es ist halt super ultra clunky, aber das ist immer so mit dem Inventar. Da kannst du nicht viel tun, außer damit leben. Wo ist die Waffe hin? Ist die Waffe weg? Okay, dieser war despawned. Egal, ich habe keine Zeit mehr dafür. Ich muss es hier weg. Wir nehmen jetzt die Kiste. Haben wir wenigstens ein paar Waffen drin. Weg da. Und wir nehmen noch mehr mit. Nehme ich Leichen. Zeige euch gleich. Da schauen wir mal, was ein so ein Bunkerchen hier abwirft. Das ist nämlich gar nicht mal so schlecht. So, das haben wir. Okay. Dann. Ich weiß nicht, ob die sich hier lohnt, die kleinen. Mit diesen Klamotten bin ich mir echt unsicher. Aber die Rüstung lohnt sich auf jeden Fall. Das Red Festival, das startet irgendwann Anfang Februar. Ich kann dir das nicht genau sagen. Das hängt ja mit dem chinesischen Neujahr zusammen. Und das heißt, dass es in dem Zeitraum auch läuft. Erstmal da vorne hin. Noch irgendwas Sinnvolles eigentlich? Irgendwelche Warenkisten? Nee, ne? Oh, dieses Klatschgeräusch ist geil, oder? Klatsch, klatsch. Wir sind alle darauf. Ja, am besten dahinter, oder? Ja.
Nicht da hoch. Komm schon, jetzt habt dich doch nicht so. Hör auf, dich zu wehren, der wehrt sich. Alter. Sieben Minuten, das schaffe ich aber noch. Keine Sorge, alle Aktionen wurden von ausgebildeten Stunt-Doubles gemacht. Das ist kein Problem. Die wussten, dass es so im Vertrag steht. Was alle? Hier ist noch einer, theoretisch. Ah, komm. Ein noch hier. Dass der immer abbricht, der dumme Traktorstrahl. Ja, scheiß drauf. Egal. Und oben nochmal. Hier ist noch eine Waffe. Nicht, weil ich mal gleich haben wollte, ihn haben. Lauf, Knebel. Lauf. 6 Minuten. Ja, bin schon dran. Dankeschön, Eisern, die von der Bits. Bin schon dran. Ach, dieser nervige Traktorstrahl, dass der immer von selbst irgendwie so komisch runterzieht. Seht ihr das? Total nervig. Macht er die ganze Zeit. Immer und immer wieder. Why? So, dann du noch dahinter. Und du auch noch. So. Alles klar. Sieht gut aus. Traktor Lasso, ja, ja. Jaha! Hat bestimmt einen Texaner entwickelt, den Traktorstrahl. Die gehören jetzt zu meiner Herde. Clunky ist dagegen butterweich. Ist nicht ganz falsch, was du sagst, ja. Aber sie machen es auch immer so super mega clunky. Also, CRG hat generell so einen Hang zur Clunkiness. Möglichst kompliziert immer alles. Vier Minuten, sieht gut aus. Kriegt mal hin. Na, also gerade so Menüs und UIs, super, super ultra clunky. So. Oberfläche. Let's go. Jetzt machen wir einen Ausflug mit den NPCs. Das ist doch schön. Ist wie eine Klassenfahrt. Wie eine Klassenfahrt mit viel zu viel Alkohol. Raus ins Schiff stellen. Zack. Dann schmeißen wir jetzt die Körper raus. Dupdi-dupdi-du. Zack. Aber immerhin gab es noch kein 30k. Man muss es auch nicht beschreien, aber er hat sich ja wieder recovered soweit. Also er war kurz vorm Sterben, aber starb dann doch nicht.
Wie gesagt, es ist kein NPC zu Schaden gekommen bei diesen Tests. Alle sind ausgebildete Sandleute. So. 2 Minuten. Einfach alle reinschmeißen erstmal. Ja, genau, wir machen dann ein schönes Süppchen. Annibal Lecter mag das. Jetzt wird es aber ziemlich knapp mit der Zeit. Das kriegt man hin. Mal 1,30, das ist doch nichts. Dankeschön, Ralf Grüner, für 100 Bits. Ja, kein Problem. Das war's? Okay, let's go. Kiste ist hier. Alles da. Alles da. Das Mausrad glüht. Das ist ganz warm. Aber das ist immer warm. Weil ich es immer drehe. Auch wenn es gar nicht notwendig ist. Ich drehe immer daran rum. So. Jetzt gehen wir erstmal. Ja, wohin gehen wir jetzt am besten? Wir könnten jetzt gehen. Blick gerade, wohin sind denn die besten Preise dafür, ha? Ich wollte ihn mal nach Hurston, das heißt, ich gehe jetzt nach Hurston. Mache auf der Reise nach Hurston. Mache ich die alle nackt. Dankeschön, Arjindi, für den 10. Monat. Mit Prime. Danke, danke. So, ein UM-Punkt bräuchte ich bitte mal. Da. So. Und dann glitsche ich natürlich erfolgreich aus dem Schiff raus. Nein, das passiert nicht. Das haben sie doch alles gefixt. Das klappt wunderbar mittlerweile. Immerhin das haben sie gefixt, ne? Taurus oder Corsair? Kommt drauf an. Corsair hat mehr Feuerkraft, Taurus mehr Frachtraum. So. Mal folgendes. Jetzt looten wir die Kiste. Komplett alles, was drin ist, in das Raumschiff. Wir packen alles ins Raumschiff-Inventar. Pam. Und die Kiste selbst auch. So, dann looten wir die Leichen. Suchen. Ganz schönes Inventar-Delay, aber er macht alles gut. Er macht es. So. Vier Delays, 3, 2, 1, sehr gut. So, das da, das da, das da, das da und das da. Ich habe gleich was Sinnvolles zu tun im Quantum Drive. Ist doch sehr, sehr gut. Und ihr seht den Namen der Opfer. Also der Stuntmans, ne? Das sind alle Stuntmans. Und Stuntgirls vielleicht auch noch ein paar dabei. Und ihr seht auch hier, ich stehe nicht auf so einem Hals. Ne, da ist ein unsichtbares, das ist hier gegreenscreened. Da ist noch ein Brett davor. Ne, dass ich ihm nicht Luft abdrücke. So, klong, 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 klong. Also
die leben auch alle noch, denen geht's gut. Die haben das lange geübt, ne, so zu liegen. Listest du den Namen der Assassinen dann im Abspann auf? Natürlich. Selbstverständlich. Ja, ich weiß, dir, Ketchup. Erstmal muss alles ins Inventar. Alles der Reihe nach. Step by step. MyDogs, danke für 15 Monate mit Prime. Wobei, ehrlicherweise, das, was sie in der Hose haben, ist nicht viel wert. Aber ich guck trotzdem mal rein. Ich guck in alle Hosen rein. Das gehört ja zum Service. So, durchsuchen. Miep, miep. Hype Train. Bis nächsten Sonntag ist Schlag den Knebel. Huhu, das wird geil. Dankeschön, Gekrümmel, für den 19-Mod auf der Stufe 1. Ihr könnt auch ganz lang Luft anhalten im Vakuum. Bei minus 123 Grad Celsius. Nackt. Ja, das wird geübt. Da gibt es ein Bootcamp. Da musst du... Das ist ein bisschen wie bei der Bundeswehr früher. Dieses Zelten da, was die, wie heißt das, Biwak. Oder musst du quasi, das ist halt im Weltraum, das ist Weltraum-Biwak. Du gehst quasi raus, nackt, in den Weltraum und musst dann dort 3 Wochen lang dich durchschlagen. Jagen gehen, ne, dich warm halten. Das ist so ein bisschen wie Seven vs. Wild, es ist halt eher Seven vs. Kalt. Weil es halt echt arschkalt ist im Weltraum. Aber es ist schon machbar. Die meisten nehmen ein Messer mit. Man weiß nicht warum. Wäre mal ein geiles Format, oder? Seven vs. Kalt. Ach, mein Quantum ist so schnell für diese, für dieses langsame Inventar. Kalt, nass und hart. Ne, nass ist es nicht. Aber hart. Kalt und hart ist es. Übrigens, das ist kein Ladekreis, ne? Das ist ein bewegter QR, das ist eine Art QR-Code. Spezialsystem von CRG. Wenn ihr die Frequenz von dem Kreis rauskriegt, dann kriegt ihr eine F8 Lightning mit LTE kostenlos. Das wissen viele nicht. Jetzt ist aber noch keinem gelungen. Dann droppt quasi ein Diamant-Ticket und das ist dann direkt eine F8 Lightning mit LTE. Der Anzug, der ist irgendeine Belohnung. Ich weiß gar nicht mehr wovon. Irgendeine kostenlose Belohnung. In Gold-Schwarz? Ne, die F8 ist nur in Gold. Ist pures Gold. Innen und außen, alles. So. Das, 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 das. Ah, dieses langsame Inventar. Also so krasse Inventar-Delays schon lange nicht mehr. Das ist echt mega heftig. Wie lang das braucht, um 5-6 Items von A nach B zu schieben. Du weißt aber, wie die Datenbank aussieht. Oh mein Gott. Ich spiel nicht mit meinen Gefühlen. Tut mir leid. 6 Delays. Boah, Alter. Das ist echt schlimm. Inventar und das Sachen trinken, essen, ingame ist der Horror. Endgegner Nummer 1. Ja, das ist wirklich schlimm. Und nicht erst seit heute. Das ist schon Ewigkeiten. Richtig, richtig scheiße. Es ist zwar mal besser, also es geht auch mal gut, so ist es nicht. Aber es ist halt immer mal wieder, weißt du? Es ist halt nie so, es gab
die letzten, also seit es das Inventar gibt, seit 3.15 gibt es das Inventar, das neue, das hier, noch nicht einen einzigen Patch gab es, wo man tatsächlich sagen konnte, das Inventar funktioniert gut. Es war immer nur mittelmäßig, meistens schlecht oder sogar sehr schlecht. Also maximal mittelmäßig. Und egal, was sie gemacht haben, egal, völlig egal, es war immer maximal mittelmäßig. Naja. So ist das. Ist halt eine Alpha, nicht wahr? Wir brauchen wie bei WoW oder auch anderen Games regelmäßige Server-Neustarts. Die würden hier nichts bringen. Das läuft ganz anders bei CRG mit den Servern. So, ihr könnt auch alles überziehen, ich weiß. Es macht keinen großen Unterschied, weil ich muss eh warten, bis er durch ist. Hat leider keinen Vorteil. Ihr schreibt es hier, Dima. Ich habe noch einen Raspberry Pi rumliegen, da können die auch noch massiv Kapazität zuschalten, ja. Ich denke nicht, dass die Datenbank zu langsam ist. Ich denke, dass auf dem Weg von rechts nach links einfach tausende Fehler aufploppen und immer wieder neu geschickt werden muss, bis es irgendwann mal keinen Fehler gab. Und dadurch dauert das so lange. Also keine Datenbank der Welt kann so langsam sein, das gibt's gar nicht. Das muss massiv voller, also randvoll mit Fehlern sein, also wirklich bis zum Flaschenhals hoch. Kann mir keiner erzählen, dass ein Item zu schieben 10 Sekunden dauert. Oder so, ist ja völliger Quatsch. Gut, es sind volle 3D-Objekte, muss man dazu sagen. Also du schiebst hier nicht nur das JPEG rüber, sondern das volle 3D-Objekt, komplett. Als würde es in der physischen Welt liegen, aber selbst dann kann das nicht so lange dauern eigentlich. Naja. Das ist Inventar-DDoSing, ja. Dankeschön, Blue Eyes Gear, für den Follow. Du bist auch einfach nicht alleine beim Verschieben. Das ist eine gute Frage. Es gibt ja eine Shard-Datenbank. Und da läuft das ja letztendlich alles drauf. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt parallel auf diesem Shard hier so viele Leute gerade hier rumschieben. Keine Ahnung. So, haben wir es geschafft? Ja. So muss es aussehen. Sehr, sehr gut. Ja, ich weiß, Mike, das mache ich gleich nochmal. Ich lande erstmal jetzt. Der Datenbank-Chart muss aber synchronisiert werden mit anderen Charts. Nö. Muss er nicht. Die anderen Charts haben ihre eigene Datenbank. Das ist alles voneinander getrennt. Es ist auch dem anderen Chart völlig wurscht. Wo ist Lorville hin? Okay. Ich sehe Lorville nicht. Achso. Es ist auch dem anderen Chart völlig wurscht, was hier auf dem Chart an Daten rumliegt. Das weiß der gar nicht. Und der globalen Datenbank ist es eigentlich auch wurscht, solange ich nicht ausgelockt bin. Das heißt, erst wenn ich auslogge aus dem Chart, werden die Daten von der Chart-Datenbank, die mich betreffen, in die globale zurückgeladen. Es gibt keine globale Persistenz, Jungs. Was meinst du mit globaler Persistenz? Es gibt eine Shard-Persistenz, die gibt es, aber keine globale. Oder du meinst vielleicht irgendwas anderes damit? Also der Austausch findet in dem Moment statt, wo du ein- oder ausloggst, sonst nicht. Das ist das, was CRG sagt. Ja.
Wake of Disaster. Wäre auch spannend. Hier ist ganz frisch. Ist ganz frisch. Das Glück ist mit dem Mutigen. Und ich bin mutig. Bevor wir jetzt... Das will ich mitnehmen. Das nehmen wir es noch mit. Wo ist es? Oh, das ist sogar richtig nah dran. Also, sehr weit oben. Das holen wir uns auf jeden Fall. 65 degrees. Last time I is down on my knees. The last time I heard you speak, you shot ice into my veins. I almost wish there would rain. Now your forecast calls for me. Does the sun go down?